Kochschule im Brandhof. Event-Location, Kochkurse, Showkochen, Ihre Adresse für kulinarische Unterhaltung. Andi Schober und sein Team begrüßen Sie mit ihrem individuellen Angebot für Ihr einzigartiges Kocherlebnis. Mitten im beschaulichen Alsgern ist etwas ganz Neues eingezogen. Die Kochschule im Brandhof ist Ende April eröffnet worden. Wir sprechen mit Andi Schober über das Projekt, das Kochtheater im Brandhof. Andi, wir sind da in deinem neuen Projekt Kochschule, Event Location, Showküche. Du bist jetzt fertig eingerichtet. Wie lange hat das gedauert? Ich kann es ziemlich genau sagen. Also es waren ziemlich genau 460 Tage. Von dem Tag an, an dem wir beschlossen haben, wir bauen jetzt eine Kochschule, also eine Event Location, ein bisschen was Besonderes. Da war das noch ein alter Kuhstall. Mhm. Und dann haben wir das quasi in der Familie in die Hand genommen und haben das Stück für Stück umgesetzt. Und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir das soweit ist. Ihr macht da herin ein ganz buntes Programm, ja, mit Showküche, Showkochen. Das heißt, man darf sie einfach hinsetzen und bekochen lassen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist so, wir haben verschiedene Modelle. Also bei uns gibt es natürlich die klassischen Kochkurse zum speziellen Thema. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal einen Burgerkurs oder einen Fleischkurs oder Männerkochkurs gibt es bei uns auch und für Damen gibt es. Und das ist, sage ich mal, das klassische Modell. Also da gibt es dann Rezepte, da stellen wir um die Insel rum, wir kochen gemeinsam. Wir werden dann später gemeinsam essen und trinken. Wie ihr seht, wir haben das Ganze alles so geplant, dass es möglichst gesellig ist. Also das war uns wichtig, also ein schöner Ort zum Zusammenkommen. Und dann machen wir aber auch noch sogenannte Showkochkurse. Also das, sage ich mal, unser Aushängeschild ist das Küchentheater in dem Bereich. Da kann ich mir noch wenig vorstellen drunter. Was ist ein Küchentheater? Muss ich da selber als Gast Theater spielen? Nein, du musst nicht Theater spielen, das Theater mache ich. Also das läuft dann quasi folgendermaßen ab, dass ihr quasi kommt, ihr habt euren Platz, ihr kriegt was zum Bringen und dann darfst du quasi live zuschauen und ein bisschen mithantieren, wie dein eigenes Vier-Gänge-Menü oder Drei-Gänge-Menü, je nach Programm, zubereitet wird. Das heißt, ich habe einen schönen Abend, krieg was Gutes zum Essen, darf dabei zuschauen, darf dabei was lernen. Darfst sogar ein bisschen mitwerkeln. Das ist der Plan, genau. Aber muss nicht stramm stehen wie in der Kochschule als Lehrling, erstes Lehrjahr und muss nur Gemüse putzen. Nein, genau. Also das ist auch so, sage ich mal, so ein genereller Denkansatz von uns. Also wir sind keine Kochschule für Köche. Wir sind auch keine Kochschule für die gehobene Gastronomie, sondern wir sind wirklich eine Kochschule für jedermann. Also das war von Anfang an der Grundgedanke, wir wollten eine Kochschule machen, die erstens nur mit Geräten arbeitet, die du auch daheim hast. Also wir arbeiten, wie gesagt, mit Haushaltsgeräten, zwar mit High-End-Produkten, also das war uns schon ganz wichtig, dass wir dann die höchste Qualität haben, aber es sind, wie gesagt, Geräte für den Hausgebrauch. Das zieht sich von A bis Z durch, also das geht vom Backofen übers Kochfeld bis zu die Küchenutensilien. Und ich sehe, ihr habt drei verschiedene Kochzonen an der Kochinsel. Das ist eine langgezogene Kochinsel mit drei verschiedenen Bereichen. Genau. Warum? Warum? Erstens, weil man natürlich viel Fläche braucht. Wenn wenn jetzt die Leute zum Beispiel da sind bei einem Kochkurs, dann war es mir wichtig, dass wirklich auch jeder Platz hat zum Arbeiten und jeder selber was da kann. Weil oft ist dann so, dann schaust du was zu und einer macht was, deswegen haben wir das so gestaltet, dass man halt möglichst viel Platz hat, schön gemeinsam kochen kann und das Ganze auch noch gegenüber, dass man sich dann quasi auch anschauen kann, man kann miteinander reden, man kann drumherum gehen und das ist eine optimale Lösung. Und für diese Küchenshow-Veranstaltungen ist natürlich für uns super, also wir haben da auch wechselnde Köche, das mache nicht nur ich, das ist natürlich für uns super, weil wir haben halt einfach viel Fläche, also wir können halt einfach da was warmstellen, wir können da was machen. Das war der Grundgedanke dahinter. Das ist also von der Küchenorganisation her macht es uns das dann. Das heißt, man kann eigentlich mit bis zu 15 Personen hier um diese lange Kücheninsel gemütlich arbeiten, ohne dass man sich mit dem Messer die Finger gegenseitig. Ja, 15 geht. Alles, was drüber ist, wird dann, da wird es eng, aber auf 15 ist es, für 15 ist kein Problem. Genau. Jetzt ist in Alsgern eigentlich gar nicht so viel los. Was hat denn die ganze Nachbarschaft gesagt zu diesem großen neuen Projekt? Ja, da gab es natürlich, also das ist ja ein Familienprojekt. Also das ist ja nicht nur die Kochschule im Brandhof, das ist ja der gesamte Brandhof. Also da kommt noch einiges. Jetzt fangen wir dann um im Außenbereich. Das wird dann die Grillschule im Brandhof. Mhm. Und da kann man dann schön draußen sitzen, Kinderspielplatz. Und das ganze Haus ist halt von meiner Familie grundlegend saniert worden. Also das heißt, wir haben bei dir Kochen
innen, drinnen, bei jedem Wetter und dann gerade so Frühjahr, Sommer bis Frühherbst auch noch dann in Zukunft draußen? Genau, auch noch dann in Zukunft draußen. Da wird es dann einen Grillbereich geben mit einer Außenküche und einem schönen Sitzbereich, damit man eben da auch eine schöne laue Sommernacht im Innenhof genießen kann. Da haben wir dann auch schon ein paar Ideen im Hinterkopf für, sage ich mal, Sommerfeste oder mal einen Weihnachtsmarkt machen. Die Möglichkeiten haben wir, jetzt müssen wir es bloß noch fertigstellen. Andi, jetzt ist deine Küche eingerichtet wie jede Haushaltsküche. Das heißt, ich habe da meine Kochfläche, ich habe ein bisschen mehr Platz als jetzt in meiner Küche zum Beispiel. Ja, ich bin daheim auch, ja. Also ja. Daheim auch nicht so viel Platz, aber es ist schön. Aber zur Küche und zum Kocher gehört ja nicht nur jetzt der Platz und die Geräte und die Töpfe und so weiter, sondern die Naturalien, was du verarbeitest. Kriege ich denn als normale Hausfrau, normaler Hausmann, kriege ich denn die Produkte überall oder wo kaufst du Ei ganz konkret? Also, ich kaufe eigentlich Ei wie jeder, für die Kochschule kaufe ich eigentlich Ei wie jeder normale Ei. Also wir sind ja keine Gastronomie, das heißt, wir haben nicht die Mengen, dass wir uns jetzt irgendwie von Großhändlern beliefern lassen, sondern ich kaufe eigentlich genauso Ei wie jeder Otto Normalverbraucher. Ich schaue halt dann auch, dass ich es möglichst regional kaufe, dass es frisch ist, aber ansonsten nichts Besonderes. Das Einzige, wo ich halt meine Lieferanten habe, ist bei Fleischprodukten, weil da lege ich schon sehr großen Wert auf artgerechte Haltung und auf, dass ich weiß, wo es herkommt einfach. Mhm. Und da beziehen wir eigentlich unsere Fleischprodukte alle von der Metzgerei Stirner. Mhm. Und in besonderen Fällen, also wenn ich jetzt eine ganz besondere Qualität am Fleisch brauche, dann habe ich einen guten Lieferanten in Freising von Kathi Steakhouse und vom Beef Shop. Mit dem bin ich sehr gut befreundet. Da kann ich auch die Verarbeitung und die Produktion von. Das heißt, ich als Kunde, wenn ich jetzt sage, du, ich mehr halt gern ein Kochschul-Event buchen, mehr halt aber gern jetzt, dass wir da genau das Fleisch verwenden. Kann da jetzt die Orofer und kann das auch ausmachen mit genau, dir. Also du kannst prinzipiell alles mit mir ausmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel heute sagst, ich darf gerne da einen Geburtstag feiern und mir jetzt so einen Show-Kochkurs buchen, dann können wir zwar den komplett individuell zusammenstellen. Also du kannst mir sagen, was du essen magst, du kannst mir sagen, wie du es gern hättest, welchen Wein du magst, du kannst sogar einen Koch aussuchen, wenn du magst. Also das ist dann eine reine Preisfrage. Andi, zum Essen gehört ja nicht nur einen schönen Abend in einer schönen Atmosphäre und natürlich ein tolles Gericht, sondern auch der ein oder andere feine Tropfen. Du hast ein eigenes Abfüllrecht, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also wir haben, das war also ein Gedanke, der ist relativ am Anfang entstanden. Ich wollte das halt möglichst komplett halten, weil ich, wie gesagt, die Qualität muss passen, wie du sagst, das muss ein guter Tropfen sein. Und wir haben uns quasi die Abfüll- und Vertriebsrechte gesichert von einem Weingut in Rheinhessen. Das Weingut heißt Becker, die machen sehr, sehr gute Weine, ist ein kleiner Familienbetrieb. Also Rheinhessen, deutscher Wein. Genau, deutscher Wein ausschließlich. Und der füllt die quasi exklusiv nur für uns ab. Und die kommen auch bei uns kaufen. Gibt es auch in der Metzgerei Stirner, seit längerem schon. Und das gehört quasi zu unserem Komplettprogramm dazu. Also wir haben 8 verschiedene Sorten. Mit dabei ist auch ein Sekt und ein alkoholfreier Sekt. Und die gibt es, wie gesagt, nur bei uns. Ihr habt ja ganz eine tolle, wertige Inneneinrichtung. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr zu dem Farbprogramm gekommen seid? Also uns war beim Einrichten und bei der Auswahl der Einrichtung war mir immer ganz wichtig, dass es halt einfach eine schöne, warme Wohlfühlatmosphäre gibt. Eine von meinen Servicekräften hat einmal gesagt, ja, das ist ja quasi wie wenn du daheim herrichst, wenn jemand zum Essen kommt. Und das war mir ganz wichtig. Also wir sind nicht abgehoben oder grob anspruchsvoll, sondern bei uns kann wirklich jeder kommen und er kann auch kommen, wie er mag. Und wir haben einfach nur darauf geachtet, dass halt eine wirklich freundschaftliche, warme und stilvolle Atmosphäre entsteht. Andi, wie ist es, wenn ich jetzt für meine ganze Arbeitsabteilung ein Event buchen möchte, aber eigentlich das so intern halten will und dich oder andere Köche raushalten will, kann ich den ganzen Raum hier samt Ausstattung und wenn ich dir das Menü schicke, einfach schon so genauso buchen, ohne dich quasi? Ja, selbstverständlich. Also wir fahren quasi dreigleisig. Also wir haben drei auf der Website drei Bereiche. Der eine Bereich sind die klassischen Kochkurse, wie man es von anderen Kochschulen kennt. Der eine Bereich sind die Events, sagen wir mal, da ist das Küchentheater dabei, also die Showkochkurse, das ist ein bisschen was Besonderes ist. Und dann gibt es aber auch noch die Kochschule zum Mieten, also wir stehen quasi zur Verfügung für Firmenfeiern oder für Geburtstagsfeiern.
Das kann eine Fortbildung sein, das kann eine reine Incentive-Veranstaltung sein. Wir haben auch einen Pool an Referenten, also du kannst das dann quasi sogar, wenn du jetzt sagst, du magst als Firma eine Fortbildung machen und mehr ist das ein bisschen als Teambuilding und vor allem als Weiterbildung machen, dann kann ich euch einen Referenten besorgen zu verschiedenen Themen. Also das geht von gesunder Ernährung bis über Supervision und Mental Coaching, haben wir da gute Leute an der Hand. Und dann darf man halt dann auch gemeinsam, entweder gemeinsam kochen oder einen Show-Kochkurs machen. Wenn man jetzt dich buchen möchte, ja, oder eine Kochshow buchen möchte oder sich informieren möchte, wie das Kochtheater denn ablaufen kann für das eigene individuelle Event, wo findet man dich? Ihr findet uns auf Instagram, Kochschule im Brandhof. Natürlich auch auf unserer Website www.kochschule.de. Und man kann mir jederzeit anrufen, also er findet meine Handynummer unter Kontakt auf der Webseite oder einfach eine E-Mail schreiben, das geht auch. Ich freue mich auf eine spannende Zeit im Brandhof. Wie gesagt, das ganze Projekt ist geboren und geplant worden in einer Zeit, in der ja das Beieinandersitzen und das Gesellige und das Gemütliche Pause hatte. Und deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, dass jetzt quasi in das Anführungsstrichen normale Leben wieder losgeht, dass wir da was geschaffen haben, wo die Leute Spaß und Freude haben können. Kochschule im Brandhof. Event Location, Kochkurse, Showkochen. Ihre Adresse für kulinarische Unterhaltung. Andi Schober und sein Team begrüßen Sie mit Ihrem individuellen Angebot für Ihr einzigartiges Kocherlebnis.